Ja, ich bin der Tom Tobi, ich bin 41, ich komme gebürtig aus Deutschland, aus Gelsenkirchen, lebe seit knapp 7 Jahren in Wien, bin damals wegen meiner großen Liebe hergekommen, habe in Deutschland also sehr viel gemacht, also so gewisse Tätigkeiten halt, habe in Wien dann noch eine Umschulung gemacht, aus gesundheitlichen Gründen zum Bürokaufmann und habe einen Sohn, im Marcel, der wird Ende des Jahres 6 Jahre alt. Ich habe eine Frage an dich. Normalerweise ist es so, dass Künstler, Schlagersänger, Musiker aus Österreich eher nach Deutschland gehen. Bei dir, du hast genau den umgekehrten Weg eingeschlagen. Was ist eigentlich der Grund dafür? Naja gut, der eigentliche Grund dafür ist, dass ich natürlich von Deutschland hier runtergekommen bin, wegen der großen Liebe her. Und es war ja auch eigentlich nicht geplant, dass ich Musiker werde halt. Ich meine, ich habe zwar immer schon was gemacht, so früher zu meiner Jugendzeit, bin ja auch relativ spät angefangen und habe mir dann aber gesagt, die meisten gehen halt wie gesagt weg, um Erfolg zu haben oder gerade dann in Deutschland Erfolg, wo die dann vielleicht dann nachher sogar wieder zurückkommen. Und ich habe gesagt, wenn ich es aber hier in Österreich schaffe, dann ist es was ganz Großes und wenn ich dann vielleicht mal wieder zurückgehen sollte, kann ich aber sagen, da habe ich es aber zuerst geschafft, wo die meisten Leute weggehen. Was sind so deine Projekte, die du gemacht hast und was würdest du als dein bestes Projekt bezeichnen? Ja gut, mein bestes Projekt ist natürlich jetzt meine aktuelle Single, die jetzt rausgekommen ist am 7. September, also Das Leben ist die Hölle. Vorher haben wir sehr viel Coversongs gemacht und mein erstes eigenes Projekt, wo ich sogar der Texter mit bin, das ist dann der Après-Ski-Song, der dann im Dezember rauskommt. Den habe ich nämlich mit meinem Produzenten Martin Koda zusammengeschrieben. Ich will das Leben. Ist die Hölle, Hölle, doch es ist auch wunderschön. Und ich nenn dir tausend Gründe, nicht von dieser Welt zu gehen. Wir haben so mitbekommen, dass du dich beworben hast oder mitmachst beim Casting, wie auch immer, beim Voting für die Wiesn. Wie siehst du das Ganze? Was hat dich dazu bewegt? Und ja. Ja gut, ich meine, ich kenne ja die Wiesn jetzt von Deutschland her. Die kann man natürlich nicht jetzt vergleichen damit halt, aber ich sag mal so, ich weiß, was auf den Wiesn abgeht, so von der Stimmung her halt, und hab's dann gelesen, dass eben halt hier auf der Wiesn ein Nachwuchstalent gesucht wird halt, ein Newcomer, und hab mir dann gedacht, da wo ich sowieso gerade noch am Anfang bin, weil ich bin ja selber erst seit 7, 8 Monaten dabei, das wäre eine gute Gelegenheit, dich der Öffentlichkeit zu präsentieren und vielleicht ja auch die Möglichkeit, dann dort aufzutreten halt. Ich meine, gut, es kommt immer ganz darauf an, wie weit man kommt dann halt. Ne? Mhm. Es ist ja eigentlich schon, finde ich, schon ganz ein gutes Zeichen, wenn man überhaupt als Newcomer praktisch schon ins Finale kommt. Siehst du das auch so? Oder? Ja, doch, das muss ich sagen. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ja doch Künstler dabei waren wie Cool Stuff, also die ich halt auch kenne, mit denen habe ich schon ein paar Mal telefoniert. Dann jetzt also die Stockitaler und so. Also wie gesagt, das ist gut. Die sind alle schon jahrelang schon dabei und dann kommt einer, Tom Turi, kommt einmal hervorgeschossen aus dem Nichts und steht dann gleich dort. Also für mich natürlich ein wirklich sehr großer Erfolg. Und sollte es nicht der Sieg werden, bin ich natürlich also hochzufrieden, erstmal überhaupt dabei gewesen sein zu dürfen. Und ja, also Finale ist natürlich super. Also hätte ich mir nie erträumen lassen. Also der olympische Gedanke in der Musikszene. Ja, genau. Ich fühle mich auf alle Fälle da zufrieden, ja. Oder mit der Silbernen. Du lebst jetzt seit 7 Jahren in Wien, ist das richtig, was ich so mit was ich verstanden habe? Wie empfindest du die Stadt?
Also ich muss sagen, ich war damals zu Besuch da. Ja gut, ich meine, Besuch kann man ja nicht vergleichen mit daherziehen. Dann habe ich mich dann entschlossen, da zu bleiben, weil sich halt mehr entwickelt hat zwischen meiner jetzigen Freundin und mir. Und es war schwer erst, weil wie gesagt, ich komme aus Gelsenkirchen. Wir haben 280.000 Einwohner und ich komme dann in eine Millionenstadt mit fast 2 Millionen. Also die ersten 6 Monate waren schwer, aber ich muss sagen, also jetzt, die Zeit, wo ich da bin, möchte ich auch gar nicht missen und ich fühle mich also richtig, richtig wohl da. Ich bin super aufgenommen worden und ich komme auch mit allen sehr, sehr gut aus. Also alle sehr, sehr freundlich zuvorkommend. Also ich kann eigentlich nichts Negatives über Wien sagen. Wie empfindest du die Kulturszene in Wien im Allgemeinen? Hast du das Gefühl, dass Wien eine Kulturstadt ist? Ja, schon. Ja. Viele Musiker, viele Künstler machen sehr viel in sozialen Projekten. Ist das auch so deine Linie? Machst du auch etwas? Ja, also ich mache es also sehr, sehr gerne, weil, wie gesagt, auf meiner Seite und auch hier gibt es halt also wirklich Menschen mit Behinderung, wie auch immer. Und ich wurde zum Beispiel angesprochen für ein Projekt, das läuft jetzt gerade auf deutscher Seite halt, von dem Produzenten Conny Konrad. Damals war das, glaube ich, in der englischen Version Rock for Your Children. Ich wurde dann angesprochen vom Robert Auer Musikkanal, auch auf Facebook halt, ob ich nicht Interesse habe. Ich habe dann sofort zugesagt und da kam jetzt am 17. August also eine Schlagerversion raus, also Rock für die Kinder. Und das Ganze ist dann halt für krebskranke Kinder in Dortmund. Und ja, also die ganzen Beträge gehen wirklich also dem zugute. Ja. Und jetzt am Freitag bin ich in der Leopoldhalle, also die wurden übrigens ausgezeichnet, das beste XXL-Restaurant in Deutschland und Österreich. Da sind am Freitag einige Prominente zu Gast, so wie der Jumbo Schreiner. Da gibt es dann eine Aktion für den Matthias, der halt auch krebskrank ist. Und ja, da gibt es dann ein Schnitzel-Wettessen, da wurde dann der Betrag X, also wird dann gespendet und fließt also direkt an den Matthias dann für einen guten Zweck. Und ich habe dann halt sofort gesagt, ja, also da bin ich dabei auch an der Fall. Gut, also ein Termin, der unbedingt ins Notizbuch eingeschrieben werden muss. Ja, genau, also wer, wie gesagt, also ich bin halt auch vor Ort und viele, viele andere. Ich habe mit dem Christian, mit dem Inhaber gesprochen. Dort kann ich auch ein paar Autogramme geben. Ich habe sogar ein paar CDs mit. Das Ganze ist dann jetzt Freitag am 14. September ab 18.30 Uhr Leopoldauer Alm, Wagramer Straße. Du hast erwähnt, du bist aus Gelsenkirchen. Das sagt, die haben nur 250.000 Einwohner. Ja, genau. Also haben ursprünglich mal 480.000 gehabt, aber Gelsenkirchen hat die höchste Arbeitslosenquote in Deutschland, ich glaube bei 19,5% oder über 20 Links. Und es sind natürlich sehr viele weggezogen, die dann halt ja, sich woanders halt einen Job gesucht haben. Und dementsprechend stehen natürlich auch sehr, sehr viele Wohnungen leer wiederum, die natürlich auf der anderen Seite wieder sehr, sehr billig sind. Gut, sie haben zwar nicht mehr viele Einwohner, aber doch immerhin einen sehr starken Fußballverein. Ne? Genau, da ist der FC Schalke 04 übrigens. Genau. Gut, dann wollen wir noch einmal zu deinen Projekten gehen. Was steht jetzt an Projekten oder was schwebt dir vor, was du machst? Ja, was schwebt mir vor? Also ganz aktuell ist natürlich jetzt Das Leben ist die Hölle, ist jetzt am 7. September erschienen. Ist eingestiegen übrigens bei iTunes auf Platz 2. Ja. Gestern habe ich nochmal nachgeschaut, ist glaube ich jetzt runter auf Platz 17 in den österreichischen iTunes-Charts, also auch gar nicht mitgerechnet, muss ich sagen, ist natürlich ein super Erfolg. Ja, die Projekte, die jetzt anstehen, wie gesagt, wir haben jetzt schon einen Song fertig für Après-Ski in St. Anton, nämlich St. Anton lässt die Puppen tanzen, kommt raus Anfang Dezember, ist ein wenig lustig, etwas schmutzig, aber noch über den Gürtellinie. Und ja, den haben wir eigentlich deshalb gemacht, weil wir planen halt, im Dezember werden dort ja die Après-Ski-Hits aufgenommen, wo halt die großen Künstler sind. Und jetzt versuchen wir natürlich, oder mein Produzent, Musikverlag, mich eventuell dort noch reinzubekommen halt. Da müssen wir jetzt halt die Hölle einsenden und den Après-Ski-Song. Es wird sehr, sehr schwer, aber vielleicht kann man was machen, aber wenn ich dann halt im nächsten Jahr. Also wie gesagt, da sind wir dran.
Und vielleicht kommt es ja gut, dass man gerade sagt, okay, man bringt einen eigenen Song mit nach St. Anton halt. Ne? Ja. Und das andere große Projekt, da sind wir auch schon eifrig dabei am Arbeiten, das ist mein Debütalbum, was dann im Frühjahr, also sprich im Februar 2013 erscheint. Wird zwischen 12 bis 15 Songs erhalten, also Pop, Partyschlager, Disco Fox, so in diesem Bereich geht es dann rein. Und da wird es wahrscheinlich dann auch, denke ich mal, eine große CD-Präsentation auch hier in Wien geben. Wo wissen wir noch nicht, aber wenn, seid ihr natürlich alle eingeladen. Das freut uns natürlich. Was sagst du eigentlich zu der Location, was wir ausgesucht haben für das Interview? Ja, das ist also das mein Geschmack. Ja, das freut mich. Ja, doch, es ist also super. Es ist entspannt, angenehm. Ja, schön, als, ja, als Medium mit Sitz in Jedelsdorf braucht man natürlich einen Jedelsdorfer Heurigen. Ja, genau. Gut, Tom, es freut mich, dass du mit uns geplaudert hast. Das war wirklich ein sehr nettes, interessantes Gespräch. Und ja, wir hoffen, dass wir relativ oft was von dir hören. Ja, sehr gerne. Hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Und spätestens, wenn die goldene Schallplatte soweit ist, machen wir wieder ein Interview. Dann machen wir wieder ein Interview, genau. Na, wir werden sicher vorher noch eins machen. Können wir machen, auf alles. Okay, danke, hat mich gefreut. Gerne.